Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten Days Gone Let's Play. Ja, Freunde, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ich war ja von Sonntag bis Donnerstag mit meiner Familie gemeinsam im Urlaub und meine Freundin war auch dabei. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Ihr könnt sehen, ich bin ein bisschen braun geworden, hab mir eine schöne Kette geholt und ja, bin auf jeden Fall mit voller Motivation und Elan wieder zurück im Lande. Und es kam ja heute das Spiel Days Gone raus, das habe ich mir natürlich direkt besorgt. Und ja, ihr seht im Titel, das Ganze heißt Let's Test. Wir werden uns das Spiel heute mal gemeinsam anschauen, weil ich weiß nicht, wie es sein wird. Kann sein, dass es mir am Ende überhaupt nicht gefallen wird, was ich nicht glaube. Aber ich möchte euch natürlich auch abstimmen lassen. Deshalb schaut euch gemeinsam mit mir diese erste Folge an und dann klickt mal auf den ersten Link in der Beschreibung und stimmt ab. Weil das ist für mich ganz wichtig, weil ob wir jetzt hier ein Let's Play machen, weil die Kampagne hat eine Spielzeit von 30 Stunden, das kann sich ein bisschen in die Länge ziehen. Ich hatte vielleicht noch überlegt, eine Let's Play-Reihe bzw. eine Livestream-Let's Play-Reihe daraus zu machen, dass wir zum Beispiel jeden zweiten Tag das Spiel so anderthalb Stunden, zwei Stunden streamen und ihr das dann live sehen könnt und das als Video online bleibt. Wenn euch das aber zu lange ist, dann kann ich das so machen, dass wir ein paar Sachen zusammenschneiden, wie auch bei einem Open-World-Game. Sonst bei GTA habe ich ja auch von A nach B immer alles zusammengeschnitten, wenn wir gereist sind. Boah, Digga, hört euch mal das Lied dann im Hintergrund. Krank. Also wenn das Spiel so gut ist wie die Musik, dann wird uns hier ein Meisterwerk erwarten. Ich bin gespannt, Leute. Days Gone, ihr wisst ja, hier geht es um Zombies, es ist ein Open-World-Game. Deshalb würde ich sagen, starten wir rein, neues Spiel. Wir spielen auf normal und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und ja, schreibt ihr mir in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, stimmt ab. Das ist für mich ganz wichtig, weil vielleicht werde ich damit durchziehen, vielleicht aber auch nicht. Deshalb, let's go. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an, Leute. Auf geht's. Okay, Leute, ich mach mal die Facecam erstmal aus. Schauen uns das jetzt mal hier an. Es ist direkt eine Apokalypse ausgebrochen. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so, sie. Das ist die Stimme von Sam aus Uncharted. Schwester. So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Ist das, das ist die Stimme von Nathan Drake? Was? Der rechte hat die Stimme von Nathan Drake und der linke von Samuel Drake. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Und das ist der Schauspieler, der bei Star Wars The Force Unleashed gespielt hat. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie was zur Hölle? Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stimme. Oder ist das nicht die Stimme von Nathan? Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhausarbeit. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien. Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, nur wir für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Da kommt es. Okay. Die Musik ist Weltklasse, Digga. Die Musik ist Weltklasse. Ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Boah, diese Musik, Digga, ey. Die nimmt mich komplett mit, ne? Direkt. Direkt. Mit Musik hat man mich sofort. Sofort. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Was ist das für ein Ring, Alter? Ich will den zurück. Kommst du? Nein.
für eine Musik, Alter, Digga. Ciao. Wir wissen nicht, was passiert ist. Krankes Intro, wirklich, also stabil. Was ein Start, Leute, was ein Start. Wenn euch das Spiel gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht knacken wir auch sonst wie bei den ersten Let's Play rein. Die 10.000 Likes, würde mich mega freuen. Je nachdem, ob ihr das Spiel sehen wollt oder nicht. Es ist eure Entscheidung, Leute. Ich weiß nicht, wie es werden wird. Ich habe mir dazu nur ein, zwei Videos angeschaut. Die Trailer sahen mega geil aus. 2 Jahre später. Ach du Scheiße, Alter. 2 Jahre später. Es hat irgendwie so eine Mischung aus Last of Us und Uncharted bisher. Irgendwie, ne? Ich weiß nicht. Also, das Feeling. Die Grafik sieht auch sehr, sehr gut aus, Digga. Sehr, sehr gut. Boah, Digga, was ist das für eine Musik, Mann? Ist krank. Ist krank, es erinnert mich an Transformers. Alles. Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Ach, Scheiße, sie lebt. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los! Ich komme, jetzt können wir spielen. Jawohl, jetzt geht's los. Er kann nicht weit weg sein. Verfolge Leon. Ach du Scheiße, Digga! Wow! Also ey, was ist das bitte für ein Feeling, Alter? Krank! Ich muss gerade echt alles genießen, was ich hier zu sehen bekomme, Mann. Wie schießen wir denn, Mann? Munition! Ja, aber viel kann's nicht sein! Wow, wow, wow! Boah, das ist echt schwer zu lenken, ne? Das reagiert echt. Ist auf jeden Fall realistisch. Fuck. Also die Grafik gefällt mir echt gut, man muss man wirklich sagen. Die Grafik sieht Bombe aus. Wow, 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 wow. Okay. Jawohl, jawohl. Wuhu! Wir folgen mal diesem Leon-Netz. Also wir wissen absolut nicht, was hier passiert ist, wie das alles überhaupt so zustande gekommen ist. Och, du Scheiße. Mit dieser Apokalypse, die ja ausgebrochen ist. Aber das haben wir bei Last of Us auch nicht gewusst am Anfang. Vielleicht wird das Spiel ja so eine Mischung aus Last of Us Uncharted. Ich weiß es nicht. Deshalb lassen wir uns da mal überraschen, Leute. Es kam, wie gesagt, heute ganz neu auf den Markt. Die Macher haben so lange an dem Spiel gesessen, glaube ich. Und eigentlich sollte uns hier was echt Krasses erwarten. Deshalb bin ich da auf jeden Fall übertrieben gespannt. Gefällt dir das? Ja. Halte für einen Boost X gedrückt. Warte, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Okay. Bei der Landung kannst du den Bike-Schaden reduzieren, indem du links benutzt, um die Reifen parallel zum Boden auszurechnen, okay? Dein Bike nimmt Schaden, wenn du Objekte rammst, wenn du X drückst. Gib mir Deck, alles klar. Krass, das ist einfach der Schauspieler aus Star Wars The Force Unleashed. Er kennt das Spiel noch von damals. Er ist da lang. Na los. Boah, sieht schon echt geil aus, Leute, oder? Das sah schon gerade echt geil aus. Heilige Scheiße. Wir folgen. Drücke rechts, um die Überlebensschicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar, okay? Ah, okay. Zum Teufel will er hin. Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Kreis zum Ducken. Er hat keinen Deal mit Copeland.
Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Das ist leider nicht die Stimme von Nathan Drake, Leute. Leider, leider ist sie es nicht. Aber es ist die Bruder von Samuel Drake. Wisch nach rechts, um die Karte anzuzeigen. Okay. Fertigkeitsmenüs. Wisch nach unten und drücke R1, um die Fertigkeiten anzuzeigen. Ah, kann man Verbesserungskategorien für Nahkampf, Fernkampf und Überleben. Okay. Kann man runterwischen. Inventarmenüs. Wisch nach links oder R1, um das Inventar anzuzeigen. Also man kann hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen... Ein bisschen nach oben, um die Stories anzuzeigen. Sieht die aktive Stories, den Story-Fortschritt, Trophäen und Sammelobjekte, okay? Man kann sich ja alles anschauen. Guck mal hier, aktiv, können wir mal gucken, machen wir es schnell. Das ist gerade die Mission, die wir gerade machen. Folge Leon über die Buche. Zusätzliche Stories, guck mal weiter hier bei Fortschritt. Ah, kann man sehen, wie viel Fortschritt man in dieser Mission abgeschlossen hat, okay? Sammelobjekte kann man sammeln, Trophäen kann man schaffen. Was ist das hier? Ah, das haben wir ja gerade schon gehabt. Sammelobjekte hatten wir auch gehabt. Wir hatten eigentlich alles schon gehabt, genau. Können wir mal nach unten wischen zum Beispiel. Dann sehen wir die Fertigkeiten. Nahkampf. Hier können wir, fördert einen Fähigkeitspunkt. Erledige kleine Gegner. Okay, kann man sich nach und nach verbessern, sage ich mal. Es ist ja auch ein Open-World-Game. Hey, hey, warte, warte. Verfolgen Hinweise. In der Überlebenssicht vibriert der DualShock 4 weit in eine Kamera in Richtung. Ah, okay, okay, ich verstehe. Das heißt... Moment. Oh, scheiße. Scheiße. R3. Okay. Okay, Controller vibriert. Da lag doch gerade was. Man muss immer gedrückt halten hier, okay? Warte, warte, warte. Hier. Hier runter. Aha, krass. Die Spuren sind frisch. Ja. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Okay, die Spur haben wir ja schon mal. Die wird doch unten rechts angezeigt. Ich denke mal, das passt, wenn die Facecam so oben rechts ist in der Ecke, Leute. Wie gesagt, denkt dran, nach der Folge abzustimmen. Wenn es euch sowieso gefällt, lasst einen Daumen nach oben, damit ich das sehe. Weil, wie gesagt, eure Resonanz... Oh mein Gott! Runter! Schießt man denn hier an alles? Alles klar, Bruder? Ja, ja, ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Guck uns mal ein bisschen die Umgebung an. Ja. Sieht schon nice aus, ey. Sieht schon nice aus. Ich werde die Folge auch ein bisschen länger halten. So 30, 40 Minuten, denke ich mal. Ja, ich sehe es. Da ist Blut. Aber ich will mal die Zombies sehen und sowas, ey. Ich weiß. Ja. Er verliert. Oh mein Gott, guck mal da. Der kommt nicht weit. Was zur Hölle? Oh mein Gott, das erinnert mich sowas von an World War Z. Krank, habt ihr das gesehen da unten rechts? Durchsuche ihn. Das Blut sieht aber ehrlich gesagt nicht so geil aus. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam, warte doch. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell, versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Was, ekelhaft, Digga. Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden, leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay, nein, nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es! Boah! Das Blut sieht aber echt scheiße aus, muss man sagen. Also guck mal auf den Boden da bei dem, dein Kopf, das sah überhaupt nicht gut aus. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Ey, stell mir vor, der hätte die Stimme von Nathan Drake, das wäre für mich ein Grund mehr, dieses Spiel zu spielen, bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Alter, guck dir das mal. Solche Arschlöcher. Ey, wo sind die hin? Es fängt jetzt an zu regnen. Aber ich will mal wissen, was diese Freaks da überhaupt ist. Wie das
alles ausgebrochen ist, was hier passiert ist. Oh, fuck. Also wie gesagt, Leute, das ist ein Open-World-Game. Das ist jetzt, glaube ich, sozusagen die Einleitungsmission. Aber danach, wenn wir Missionen machen wollen und sowas, dann müssen wir auf der kompletten Karte, ich weiß ja nicht, wie riesig die ist. Ich glaube, nach rechts können wir sehen. Kehre zu dem Bike-Story. Guck mal, das ist die Karte. Seht ihr das hier? 733 Tage vergangen. Ach, du Scheiße. Also bestimmt nach diesem ganzen Unfug, was hier passiert ist. Guck mal, wie riesig die Karte ist, Digga. Hau mal rein, Digga. Uff, was ist passiert? Okay. Aber ich finde, die Steuerung könnte ein bisschen besser sein. Es reagiert manchmal. Es ist komisch von der Reaktion her. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Okay, guck mal hier. Da haben wir doch was. So, ein von zwei Material für einen Verband haben wir gefunden. Vielleicht können wir mal mit R3 hier gucken. Moment, da haben wir nichts. Das tut doch nicht vibrieren. Aber es soll ja, glaube ich, in diesem Bereich sein. Also das heißt, hier muss irgendwo noch was liegen, was uns... Da. Okay. Eins gedrückt. Rechtes Stick und Medizin. Also Medizin ist hier oben. Herstellen R1, okay. Jetzt zack. Ich das noch zusammenfügen und so. Ah, ja, das okay, sollte okay. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Okay, unten links ist unser Leben. Wir müssen nach und nach reinkommen, Leute. Verbraucht Ausdauer. Ah, Ausdauer ist über dem Leben. Kennen wir, ja? Fuck, ich hab voll Schiss vor. Oh! Ich dachte gerade, das wäre eine Schlange, Digga. Das ist einfach. Mal auf die Jagd. Bringt Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Boah, ich hab voll Schiss vor diesen Zombies da, ne? Sprinten, abrollen, verbraucht deine Ausdauer. Wenn du keine mehr hast. Wahrscheinlich, wenn du keine mehr hast. Jetzt haben wir keine Ausdauer, ne? Ich muss fitter werden. Ja, Mann. Das kann man bestimmt auch alles trainieren. Ausdauer und sowas. Kann man 100% alles, sag ich mal, erweitern, trainieren. Ihr müsst doch mal sagen, ob ich die Facecam sozusagen immer anlassen soll, ausmachen soll. Das ist auch wichtig zu wissen, Leute. Ob wir was von Leons Bike verwerten können. Was? So eine Scheiße. Das ist wohl die Benzinleitung, oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Ah. Los, das heißt, zu Fuß weiter. Fahren wir nach Leary Mountain zurück. Oder zu zweit auf einem Bike. Wir suchen ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ah, okay. Dum, 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 dum. Okay, so. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Ausstattung, Vorräte, Materialien. Können wir uns alles mal anschauen? Gehen wir mal Ausstattung. Okay, wir müssen erstmal Schritt für Schritt reinkommen. Also wir haben bisher unsere Waffe dabei, wir haben Stein dabei, Fernglas, Messer, Taschenlampe, Vorräte, unentdeckt. Okay. Ja, Schritt für Schritt. Hey, was hat Leon dir gegeben? Fahre mit Busa zum Crazy Willis. Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Schau, die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, hört ihr die auch? Also ich kann jetzt nicht fahren, der Typ fährt. Drogen, bring sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Da ist jemand, seht ihr das rechts? Was ist das? Guck mal da hinten. Oh mein Gott. Kommen die hinterher oder nicht? Ich hab gehört, die sollen unheimlich Warte, schnell sein. Da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich hab so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge müssen bewegt werden. Und Viereck, okay. Bereit? Ja. Schieb! Irgendwas passiert jetzt, 100%. Oh mein Gott! Fuck, wie kämpfe ich denn? Ah, X. Ah. Fuck, was mache ich? Ich drücke R2 für einen Nahkampf. Ah, okay. Wow, fuck! Ach, du Scheiße! Bam!
Wow! Wähle eine Richtung mit links und tippe R1, um dich abzurollen. Ah, okay. Wow! Was macht der echt Bock mit dem Kämpfen hier gerade? Bam! Fuck, ich wurde auch getroffen. Nicht gut. Oh, das sieht ja mal übelst brutal aus, Alter. Was geht hier ab? Mach schon. Wir haben es fast. Können wir die auch noch looten, sag ich mal? Oder geht das eher nicht? Will ich mal wissen. Nee, scheint nicht so. Oder war da gerade was? War ich blind? Nee. Da war nix. Okay. Gehen wir wieder drauf. Müssen wir mal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Also, das Spiel ist von einem Macher, den ich bisher, glaube ich, noch nicht gehört habe. Aber die haben ja einige Jahre dran gesessen, Leute. Und wenn Macher einige Jahre an Spielen sitzen, dann kann es eigentlich nur gut werden. Das ist kein Spiel, was innerhalb von einem Jahr entstanden ist. Ne? Deshalb merkt ihr auch direkt mit der Musik und allem. Hero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Ich bin auf die Zombies gespannt. Ich warte die ganze Zeit noch auf die Zombies, dass die uns angreifen irgendwie, weil im Trailer, Alter, da kamen so Hunderte auf dich zugerannt und sowas. Das sah übertrieben heftig aus. Mist. Ich mache jetzt erstmal die Facecam aus bei diesen Sequenzen. Könnt ihr mal entscheiden, was ihr besser findet. Ich gehe vor. Okay. So, jetzt müssen wir mit der Shotgun vorgehen. Drücke X. Ach du Scheiße. 50% Jagd auf Leon. Der Punkt war wohl ein ganz guter Schutz für sie. Ja, das hat ihnen echt geholfen. Ach, sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Gehe im Tunnel voran. Sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Boah, das sieht echt krass aus, Mann. Fuck. Können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Wieso habe ich gerade Angst, dass gleich hier Zombies kommen werden? Die sollen richtig crazy sein, Leute, ne? Ich bin gespannt. Vielleicht erwartet uns heute schon ein kleiner Jumpscare. Fuck, guck mal, wie riesig das hier ist, Mann. Es gibt so viele Wege. Fuck. Ey, wenn da jetzt jemand sein würde, ich würde durchdringen, glaube ich. Soll man da mal reingehen oder nicht? Es ist so ruhig hier, hört ihr das? Okay, ist. Ah, doch, da liegt sogar was. Krass, okay. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Wir haben einen Lappen, ein. Sterilisierendes Mittel. Aber schneller gehen können wir. Wow. Okay. Also die gehen halt nur ganz langsam voran. Okay. Riechst du das? Scheiße. Da. Los, weiter. Warte mal. Wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg. Lass es. Lass es am Arsch. Scheiße, Mann. Du hoffst, dass jemand da ist. Kleinen Molotov-Cocktail. Und so ist es wohl. Hört ihr das? Ach du Scheiße, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na, also. Die kommen ja wie die Irren rausgerannt. Hey, Mann! Ich glaube, er ist tot. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Er scheint ziemlich aggressiv zu sein, den wir spielen. Wir wissen ja auch nicht, was mit der Frau passiert ist. Das ist ja 2 Jahre später, was jetzt gerade hier abspielt. Also auf jeden Fall scheint die Sache vor 2 Jahren ausgebrochen zu sein. Verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Oh mein Gott, dass sie tot ist. Wenn die gestiegen ist, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Ah! Fuck! Fuck, hab ich mich gerade erschrocken, ne? Schwärmerohr. Mann, mach die Scheiße aus. Hoch. Ich brauche Schrott. Okay. Wir haben jetzt Schrott mitgenommen. Okay.
Boah, hab ich mich gerade erschrocken auf einmal. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Super. Was für ein Tunnel? Hier rein, okay. Oh Gott. Also das Spiel wird auf jeden Fall einige Jumpscares definitiv erwarten. Aber es ist jetzt kein Horrorspiel, aber es ist so ein Action-Survival-Spiel, könnte man sagen. Fuck, Digga. Ah! Oh mein Gott, Alter. Ich hab's gewusst, Digga. Ich hab's gewusst, dass hier was passieren wird, ey. Sind das Irren, Alter. Mando. Boah, ist das ekelhaft, ne? Also müsst ihr sehr, sehr viel looten, ne? Muss halt einfach überleben. Das ist die Sache, überleben. Ich würde mal sagen, wir können doch eigentlich Leben nehmen. Warte, medizinisch, tun wir mal... Können wir das nehmen? Ja, ne? Zack, haben wir wieder 100 Leben. Wir können aber auch ein neues herstellen, glaube ich, oder? Ja, herstellen geht auch. Zack, mehr geht nicht. Jetzt haben wir schon mal 2 Verbände wiederhergestellt. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ne? Zu krank. Boah. Mama mia, ey. Ja, ich glaube, das Spiel wird einiges bieten. So an Action, bisschen Horror, von allem etwas, denke ich mal so. Oh mein Gott. Das war nicht der Plan, verdammte Scheiße. Ich hasse das, wenn die so auf mich zurennen, diese Scheiße. Die Scheiße aus, Digga. Fuck, das ist zu laut. Komm. Die Scheiße aus, ey. Mann, Drecksalarmanlage, ey. Da ist doch jemand, oder? Wo ist der? Okay, ganz ruhig. Ducken ging nicht, ne? Oh, oh, oh! Oh mein Gott. Ey, diese Geräusche, ich hab das Spiel viel zu laut. Schatten macht mir noch richtig Paranoia. Oder Modai. Oh, oh. Wir haben keine Munition mehr. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen ohne Munition? Kann mir das mal jemand sagen? Munition? Wir haben noch die Waffe. Die können wir nehmen. Nehmen wir die erstmal zuerst. Aber wir sollten auch mal ein bisschen hier uns umgucken. Nicht, dass wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Da hinten haben wir zum Beispiel noch was. Wo wir noch nicht drin waren. Oder? Nee. Doch, da liegt noch was. Lieber ein bisschen mehr mitnehmen als zu wenig. Wir haben einmal Schrott dabei. Heilige Scheiße, Alter. Ich würde sagen, die Mission machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, man kann dann immer sehen, wie weit man jeweils in der jeweiligen Mission gerade ist. Ne? Kein schöner Abgang. Ich erinnere mich. Fortschritt. 50% Jagd auf Leon. Okay. Ja, wir gucken erstmal. Das ist ja eine ganze Mission. Ich ziehe die auf jeden Fall durch. Ich will sie nicht. Oh! Ja, man riecht's. Und jetzt? Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja. Kann ich schon verbrennen, das Fackeln ist, okay? Molotov, ja, wie soll ich denn jetzt Molotov hinkriegen? Ah, hier liegt da was. Jetzt müsst ihr das bestimmt selber herstellen, oder? Macht er das? Eine Bierflasche? Ah, Bierflasche, Kerosin, ein Lappen. So, also wir sollen jetzt mit dem rechten Stick rumgehen. Warte mal, hier unten ist nichts. Hier ist Ablenkung Stein. Wir gehen mal nach oben. Augenblick. So. Ja, da haben wir es doch. Molotov R1. Rückhalten, um es herzustellen. Gesehen. Perfekt. So, jetzt ab rein damit. Bam. Da kommen sie. Ja, super, ich habe keine Pumpgun-Munition mehr, ne? Oh, oh. Wow, ah! Fuck, Digga, ist das hart mit denen. Kreis. Boah, das Schießen ist echt nicht einfach hier, Leute. Muss ich wirklich sagen, das Schießen ist echt anders. Komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Oh, Gott. Okay. So, jetzt ab nach oben drauf hier. Boah. Mein lieber Scholli, du.
Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja. Was für eine riesen Map das ist, Leute. Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Crazy Willis, Land of bla bla bla. Okay, wir sind angekommen. Da, deine Freakshow. Ach du Scheiße. Shit, alles voll. Boah, wie viele. Was, auf den Dächern sogar? Ich erinnere mich richtig an World War Z, ne? Da kann man jetzt auch ein Spiel dazu raus, glaube ich. Ah, es ist ekelhaft, Mann. Ah! Guckt euch das mal an. Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Die Grafik sieht krass aus von Namen. Einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Ja, genau! Hier bin ich, ihr Penner! Und ja, meine lieben Freunde, damit würde ich sagen, sind wir am ersten Punkt angekommen, wo wir pausieren werden. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Denkt dran, den ersten Link in der Videobeschreibung abzuchecken für eine Abstimmung. Stimmt ab, ob wir das Spiel weiterspielen sollen, ob wir das Spiel im Stream spielen sollen. Das müsst ihr entscheiden, Leute, oder ob wir es gar nicht spielen sollen, müsst ihr entscheiden. Aber wie gesagt, ich werde auch jetzt in nächster Zeit Fortnite bringen und so weiter. Lasst den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich persönlich gebe dem Spiel bisher von 10 Punkten 8. Ich finde die Steuerung nicht so geil. Ein paar Effekte finde ich auch nicht so geil. Auch mit dem Blut und so sah es nicht so gut aus. Aber es war auch nur der Start. Ich weiß nicht, was uns in Zukunft erwarten wird bei dem Spiel. Ob es ziemlich eintönig wird, ob man immer nur in irgendwelche Dörfer muss und dann die Zombies abschlachtet und dann irgendwas holt. Weil das kann natürlich auch so werden, keine Frage. Aber dafür, dass die Macher so lange an dem Spiel gesessen haben, denke ich, dass uns da eventuell was Cooles erwarten wird. Aber ja, das liegt in eurer Hand, Leute. Stimmt ab, Livestream, Let's Play-Reihe, gar nicht zocken. Erster Link in der Videobeschreibung, checkt das aus. Checkt auch meinen Creator-Code, viel Fortnite 7 in Fortnite ein. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich verabschiede mich aus dem ersten Days Gone Let's Play. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.